Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Wolfsbach, würde ich gerne sagen. Aber nein, wir sind hier in der Wüste. Und zwar auf der Baustelle des Kalifen, meine Lieben. Wenn ihr da nach hinten schaut, seht ihr in der Ferne noch die Pegasus. Ja, mit der sind wir hierher gekommen. Und in der letzten Folge habe ich euch ja gesagt, wir werden Opa Zeron hier unter die Arme greifen und mit ihm gemeinsam für den Kalifen hier seinen Palast bauen und alle Dinge, die wichtig sind, damit sein Bruder, der gute Said, der da hinten in diesem, hier in diesem Häuschen da hinten sitzt und leider in einen Papagei verwandelt wurde, ja, dass wir dem unter die Arme greifen. Ja, als Papagei kann er ja schwer bauen. Ja, und beim letzten Mal habe ich euch gesagt, ich mache noch oben das Dach fertig und das wollte ich euch von hier aus jetzt mal zeigen. Und zwar, ja, das Dach ist jetzt eben in so einer Form fertig gemacht worden. Ja, so eben so typische wüstenähnliche Form. Oben haben wir es mit Birkenstufen, Halbstufen drinnen ausgekleidet. Und hier seht ihr noch von der Ferne, hier sind eben auch noch Gläser drin, damit auch wirklich genug Licht reinkommt. Ja, im Grunde war es das mit der... mit dem Lager. Ja. Also im Endeffekt würde ich das Projekt als abgeschlossen bezeichnen. Und deswegen gehen wir gleich zu meinem nächsten Projekt über. Ja, als Gärtner dieser Runde, Landschaftsgärtner dieser Runde, habe ich die Aufgabe, die Gärten natürlich anzulegen. Und natürlich aber auch gleichzeitig, da ich ja kundig bin in Bewässerungstechniken, auch die Bewässerung für den guten Kalifen und natürlich auch für alle anderen herzustellen. Ja, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Eigentlich ja, ganz einfach. Und zwar, wir bauen zuerst mal einen Wasserturm. Ja, wie jetzt Wasserturm? Naja, ganz einfach. Die Sache ist die, wir haben hier Wüste und das Meerwasser ist salzig, das können wir nicht trinken. Dementsprechend baue ich hier einen Wasserturm, in dem wir quasi unten eine Quelle, die hier war, quasi genau darunter noch immer auch ist. Ja, die zapfen wir an und die füllt uns ganz schön langsam, gemütlich auch hier quasi den Turm voll. Ja, und sobald der voll ist und natürlich auch Regen und so weiter, ne, das füllt hier alles den Turm voll. Ja, und bis ich fertig bin, ist der Turm sicher gut gefüllt dann. Beziehungsweise wir können ja da noch ein bisschen nachhelfen und unten ein paar Bohrungen anstellen. Ja, und dann werden wir von hier aus via einem Aquädukt hier das Land hier bewässern und Wasser zu den einzelnen Stationen bringen und wer es halt auch immer noch nötig hat und braucht. Ja, das ist einmal der Plan. der Plan. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, meine Lieben. Ihr wisst ja, da ist es mit der Woche zu Ende, am Wochenende. Ja, so ist das. So ist das. So, und zwar, ich habe mir hier ein bisschen ausgefallenere Sache überlegt gehabt. Deswegen muss ich hier jetzt gucken, wie ich das gemacht habe. Nicht, dass ich Blödsinn baue. Ja, sonst kommt der Tomcat. der macht mich gleich wieder fertig, der Tomcat. Ah, nee, natürlich nicht, aber wir wollen es, es soll ja schön ausschauen. Und dementsprechend werden wir uns auch bemühen. Werden wir uns. So, 1, 2, 3, 4, ne? Stimmt das? Werden wir gleich feststellen. Hier, 4, ja. So, schauen wir uns mal hier nochmal um. Ja. Wie gesagt, wir werden uns natürlich auch wieder nach Wolfsbach aufmachen. Auf jeden Fall. Wir müssen auch schauen, wie es zu Hause aussieht. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass irgendjemand Wolfsbach hier angreift während unserer Abwesenheit. Also auch wenn ich meinen Wölfen und meinen eisernen Kerlen ziemlich stark vertraue, trotzdem als Bürgermeister bin ich da ja trotzdem dafür verantwortlich. Ja, und dementsprechend muss ich auch selber nachschauen kommen, ob auch wirklich alles passt. Ja, schlafen wir mal schnell eine Runde. Der liebe Zornan ist auch hier. Mhm.
Der Zordon ist auch hier. Ja, der Zordon ist auch hier. So, im Endeffekt bauen wir gerade das unten wieder nach. Okay, das heißt, hier habe ich alles bis auf die Ecken mit dem Gestein gemacht. Okay. Ja. Ja, bis auf die Ecken. Ja, passt. Ja, dann machen wir das mal. Ja, ihr Lieben, heute mal eine Baufolge. Zumindest versuche ich es. Wo habe ich denn die wieder hingelegt? Da, das brauchen wir eh nicht. So. Eine reine Baufolge. So. Da und da. Und da und da. So, schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen, wie wir das wollen. Das dahin, dann müsste das dort sein. Dann haben wir hier wieder das, dann das. Ja, so, ne? Ja, ich denke, es sollte passen, so. So, dann wieder hier und hier, dann hier wieder das und das, das und das. Und hier so und so, das und das, hier und hier, da, da. Ja, ich hoffe, das passt. Ihr Lieben, ich hoffe, das passt. Schauen wir es uns nochmal von unten an. Ich bin da so kritisch, bevor ich 100-mal alles abreiße, schaue ich lieber nochmal nach. So. Ja, diese Erdstiege sollte ich mir noch patentieren lassen. Wenn ich die in Real Life zusammenkriege, ja, dann lasse ich sie mir patentieren. So. Wie sieht das jetzt aus? Ja. Okay. Gut, dann habe ich hier einen Fehler drin. Den werden wir schnell korrigieren. Den werden wir schnell korrigieren. Werden wir den. Und zwar dieser eine Block hier. Der hat mich vorher schon irritiert. Aber jetzt ist er mal aufgefallen. Na, da erwische ich nicht. Naja, gut. Na gut, den einen Block können wir verkraften. Dann kommt eh wieder der Fuzzy und holt uns tausende Blöcke. Der Zwerg ist ja wahnsinnig. Der geht ja in einer Nacht hierher und füllt ein halbes Lager alleine auf. Ja, frag mich nicht wie. Frag mich nicht wie, Leute. Er tut's einfach. Er kann es. Und ich bin auch wirklich froh drüber. Der Fuzzy ist eben quasi beruflich auch natürlich angebunden und als Leistung seiner selbst für diesen ganzen Bau hier hat er sich natürlich verschrieben, die Schmiede aufzustellen und für den Materialnachschub zu sorgen. Also alles, was Zwerge eben so an Material herankam, können und tun. Ja, und ich finde das echt schön von ihm, dass er quasi in dieser Art und Weise seinen Beitrag leistet. Finde ich echt schön. Ja, und auch hier nochmal ein Aufruf an alle drei Elbenländer. An alle drei Elbenländer. Ja, kommt uns helfen. Wir brauchen Hilfe. Ja, so ist es. So. Ja. Weil ihr Lieben, ihr unterstützt uns ja schon wunderbar mit eurer Anwesenheit. Also, es freut mich ja tierisch, dass ihr immer so jedes Mal mit uns dabei seid, euch unsere Folgen anschaut. Also, ich bin sehr, sehr begeistert. Ja. Also, ich muss sagen, das gefällt mir sehr. Oha. Das wollte ich nicht. Warum ist der Block jetzt hier? So. Gut.
Ja. Mal schauen, ob das so jetzt passt. Ja. Ja. Jetzt werde ich mal schauen, wie es hier. 2 mit dem. Das wäre ja quasi wieder da und hier das. So, jetzt bin ich gespannt, ob das auch wirklich stimmt. So, haben wir hier eine kleine Treppe gebaut. Sehr schön. Ja, meine Lieben, ja, passt, das passt. Ja, das ist sehr schön, das ist gut. Das ist sehr gut. Wir müssen bitte was essen. Ja, sehr schön. Er wächst. Hier kann ich euch nochmal zeigen, hier Palastgarten. Ja, also hier soll ja dann der Palastgarten hinkommen. Natürlich bis nach oben. Bis zum quasi dort, wo der Kalif seinen Palast bekommt. Jo. Und jetzt müssen wir nochmal ganz hurtig zurück. Hurtig. Hurga, schneller. So. Weil es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich euch noch zeigen möchte da drinnen. Und ich muss eh auch noch ein bisschen was holen, weil ich muss schauen, dass ich solche Steine noch brenne. Ui. So, hoppa. Ja. Wie ihr seht, sind die Kisten hier jetzt auch alle schon beschriftet und alle Wände hochgezogen. Und eben wo ungefähr was drinnen ist. Ah, das trifft sich gut. Achso, nee, die Wolle habe ich jetzt drüben in der anderen Kiste. Ja, also man sieht hier richtig, ist richtig, hier sind zwei große Öfen entstanden. Ja. So. Und ich muss mir hier unbedingt... das soll sich ausgehen nochmal. So. Ja, weil wir müssen ja unbedingt hier noch Stein brennen. Ja, so sieht das jetzt oben aus. Vorhin habe ich es euch nur von der Weite gezeigt. Hier natürlich ein paar Stützbalken ordentlich rein, damit das passt. Ja, hier haben eben alle Leute ihre eigenen Kisten. Hier die Shoki und der Matrix. A Powerplayer, langsam merke ich es mal. Ist das die Annie? Oh ja, die Annie! Das müsste dann der Fassi sein, natürlich mit Amboss und Bett, keine Frage. Der liebe Delfino. Dann haben wir hier, da bin ich. Der liebe Tomcat. Wen haben wir hier noch? Die Darkseid und wie sie alle heißen. Opa Zeron, Zordon müsste jetzt dann kommen. Ja, genau, und der Dunedanisch. Ja, und wir haben aber auch die anderen natürlich nicht vergessen. Der UFO hat hier auch natürlich eine kleine Station für sich selber. Weil vielleicht kommt er mal rüber und guckt sich das Ganze an. Dann, für den lieben Keil, für unseren Stadtschreier, habe ich auch hier eine kleine Box hingemacht. Er hat sich eine gewünscht und da unser Stadtschreier ist und wirklich bei so ziemlich jeder Folge überall immer unten quasi eine Zusammenfassung hineinschreibt, habe ich ihm diese Kisten gewidmet. Ja. Dann, wir haben ja wieder irgendwann 7 Tage Hundsgrab. Ja, und da wird diese Baustelle definitiv noch nicht abgeschlossen sein. Ja, und falls dieser Kandidat oder diese Kandidatin schneller fertig sein sollte als geplant mit ihrem, seinem Projekt, ja, dann gibt es auch hier noch Kisten für diesen. Und dann ganz natürlich und selbstverfreilich und selbstverständlich für den neuen Bürgermeister oder für die neue Bürgermeisterin. Natürlich auch gleich eine eigene Ecke. Ja, Mai ist sehr bald, meine Lieben. Wir nähern uns Ende Februar. Ja, und da müssen wir natürlich vorbereitet sein. Auf alles und Mögliche. So, ich hoffe, jetzt ist genügend Zeit vergangen, dass wir hier ein bisschen Stein mitnehmen können. Ja, sehr schön. Ja, komm, das muss mal reichen. Schauen wir mal, wie viel wir da rauskriegen. Zack. Ja, komm, jetzt haben wir hier fast 3 Stacks. Ja, das ist gut. Ja. Ja, wie ihr wisst, der Bruder von Zeron, Said, ist in einen Papagei verwandelt worden. Ja.
Und wir müssen natürlich hier alle zusammenhelfen, dass der Kalif ihn nicht in den Ofen packt und hier Papageien-Ragout draus macht. Ja, wir müssen auf jeden Fall helfen. Ich laufe. Ich weiß, ich muss ins Bett. Ich laufe schon. Wird gleich soweit sein. Ja, der Zweite ist noch hier. Schnell. Auch wenn er nicht da wäre. Schnell. Jawohl. Ist sich ausgegangen. Wunderbar. Ja. Gut, dann machen wir hier weiter. So, das heißt, das stimmt schon mal so weit. Ja, und da kommt dann natürlich wieder die Treppen dran. Da habe ich noch 16 Stück von. Warte. Da werden wir es noch ein paar machen, wenn es geht. Ja. Zack. Jo, 36 gefällt mir besser als das. So, Bogen mal auf die Seite. Ja. So ist das. Auch wenn es nicht so war. So. Ziehen wir das hoch auf die Höhe. Ja. Ziehen wir das auf die Höhe, dann kommt hier ja schon die Abdeckung. Arge, das habe ich mir jetzt wieder nicht angeguckt. Ich Affe. Nochmal runter. Ach, was man nicht in den Köpfen hat, das hat man in den Füßen, in den Händen. Ne? Ja, also... Das ist dann auf der Höhe ist es dann Sandstein. Ja, genau das brauchen wir. Wir brauchen ein bisschen Sandstein und natürlich auch noch den gemeißelten. Sage ich ja. So. Guck. Das rein, das raus. Bam. Die Schere brauche ich nicht. So. Oder? Muss ich meine zwei Schafe. Es sind nämlich immer zwei Schafe. Eines ist da drüben, eines ist hier. Die schere ich immer. Und da kommt dann, wo habe ich denn? Was habe ich da schon hier? 11 weiße Wolle habe ich doch schon. Ja. Immer schön sparen. Dann kommt man zu was. Hat meine Mutti immer gesagt. Und recht hatte sie. So ist das. So, hier wieder das hoch. Mhm. Gut, das heißt, hier kommen dann schon die ran. Alles klar. So, weil das ist ja schon auf der Höhe, genau. Zack, jetzt passt's. Zack, genau. Dann die bleiben normal. Dafür kommt hier so ein Dingens drauf. Ja, gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben, ihr Lieben. Gut, dass wir da nochmal nachgeschaut haben. So, da das dahin, da darüber. Tschack. Ja. Ja und nein. Ja, das passt. Wie war das dann hier? Dann das rüber, hier kommen jetzt schon wieder die rein. Ja, ich denke, das müsste passen. Nicht verwirren lassen, genau. Das dahin. Hier wieder normal. Check. Ja, das passt. Ach kommt, möchte ich es heute noch mit euch schaffen, dass wir diese Ebene haben. So, 2, das sind 3, das sind dann wieder nur 2, das sind wieder 3, das sind wieder 2, das sind 3, das sind 3, warte, da muss ich gleich das machen. Hop. So, das darüber, dann noch. Ich denke, das könnte was werden. Ja. Also ihr seht die Quelle da, die was ich drinnen angezapft habe. Mhm. Ja. Da habe ich mal was überlegt.
Ja, aber das sollte auch was werden. Sollte was werden. Oh, das war ein bisschen zu feierlich. So, hier kommen noch normale. So, und jetzt machen wir die oberste Reihe fertig. Also, zack, zack. Oh, uah. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. So, uah. Zum Glück gibt es hier das Gerüst. Ein Schutzgerüst. So, hier hoch. Hopp. Das dahin. Hä? Ah, dann habe ich das hier auch falsch gemacht. Okay, nochmal zurück, nochmal zurück. Ja, warum sagt denn keiner was? So, aha, scheinbar ist die Musik auch aus, warum auch immer, obwohl sie auf Dauerschleife geschalten ist. Naja, aber wir haben ja nicht mehr lange. Wir sind ja gleich durch. Ja, wir sind gleich durch, ihr Lieben. So, guck, das machen wir noch schnell. Tschack, tschack, tschack. Hier das rein, da noch die beiden. Tada! Es müsste fertig sein. Hopp, schauen wir uns das an. Ob es auch fertig ist. Ist es das? Jo, jo, ja, 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 ja. Genau, da oben, das sieht man dann natürlich nicht mehr, weil ja dann noch diese Steinchen hier rankommen, diese Stufen. Ja, aber es ist wieder ein Stockwerk mehr. Sehr schön. Sehr gut. Meine Lieben, dann beende ich die Folge von dieser Stelle hier. Ja. Oh, ihr werdet natürlich gleich noch geschert. Gebt mir eure Walle. Ja, zu dir komme ich noch. Gut, also, meine Lieben, es war mir wie immer ein Volksfest mit euch. Ja. Bleibt uns gewogen. Ihr werdet natürlich auch von den anderen jetzt noch relativ viele Videos sehen, wie sie ihre Dinge hier bauen, wie sie ihre quasi Projekte, die sie hier ausgewählt haben, bauen werden. Ja. Und wir werden uns das nächste Mal wieder in Wolfsbach sehen und werden dort ein bisschen was weitermachen, weil ich habe wirklich schon Bammel, dass da drüben irgendwas passiert. Ja. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir auch dort was weitermachen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.